Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Freunde der slowakischen Kultur, liebe Gäste, erlauben Sie mir Sie im Namen des Slowakischen Instituts sehr herzlich willkommen zu heißen. Ich bin sehr froh, dass so viele von euch heute sind gekommen zu unserem Institut. Ich sehe viele Freunde auch von anderen Kulturinstituten, Ljubljana, hallo, also die Direktoren von anderen Kulturinstituten. Ich bin sehr froh, dass auch viele Gäste aus Bratislava sind gekommen heute. Also, naja, das ist nicht weit, 60 Kilometer, aber überhin, wir sind sehr froh, dass Sie sind hier. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass der Hauptgrund unserer heutigen Treffen hier ist die Ausstellung Meine Visionen von Daniel Biedernica. Trotzdem hier sagen, bravo! Aber ich will auch sagen, das ist meine letzte Veranstaltung hier im Slowakischen Institut, also in die Räumlichkeiten vom Slowakischen Institut, weil noch morgen gehe ich nach Heimburg zu einer wissenschaftlichen Konferenz von der Historischen Institut und Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Aber immerhin, heute ist das meine
letzte Veranstaltung hier. Aber also hier von dieser Stelle bedanken alle von Ihnen. Und besonders Sie, unsere Besucher, bleiben immer in meinem Herz. Also danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Ich will bedanken natürlich mein Team, also Team der Slowakischen Institut, also auch Andrea, die ist nicht heute hier, dann Helenka, Petra, Mischa, ja, Andrea, Petra, ja, Sarah, also ich weiß nicht, ob ihr, ja, nach Ildiko, unsere neue Mitarbeiterin, also vielen, vielen Dank. Natürlich will ich auch bedanken, meine Frau, allen Dank für die hervorragende Unterstützung. Danke, also, jetzt für unsere Veranstaltung, aber noch eine Sache, das muss ich sagen. Es ist sehr symbolisch, dass heute ist hier auch meine Vorgängerin, die ehemalige Direktorin des Slowakischen Instituts, Andrea Alenka Ivanova. Danke, Alenka. Aber sie ist nicht hier, nicht nur als Gast, sie ist hier aktiv als die Kuratorin dieser Ausstellung. Also bitte, Alenka, ich gebe dir das Mikrofon. Bitte sehr. Ja, okay. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich sehr bedanken des Direktors des Slowakischen Instituts, Igor Skoček. Und ich möchte mich bei ihm sehr herzlich für eine tolle Organisation der Ausstellung Orbis Pictus bedanken. Also einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freunde des Slowakischen Instituts, es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute alle wieder nach langer Zeit begrüßen darf. Heute treffen wir uns bei einer tollen Ausstellung des slowakischen Künstlers Daniel Bidelica, wie schon der Direktor Igor Skoček gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob auch Sie wie ich diese unglaubliche Energie der Bilder spüren. Das ist eine Kraft voller dieser Raum des Slowakischen Instituts, ist, von diesen Farben und diese geometrischen Formen, diese Bilder. Also Daniel Bidelica ist selbstverständlich nicht in Wien so unbekannt. Er hat mehrere Mal schon hier ausgestellt, nicht nur hier, sondern auch in anderen Galerien. Ich erinnere mich auf mehrere, wo er ausgestellt hat mit einem großen Erfolg. Und heute, es ist auch eine super Auswahl von seinen Textilbildern, Textilarbeiten, seine Statuen, Grafiker, Tapisserie und mehrere anderen. Und ich denke, dass er ist in diesem Sinne wie ein elektrischer Generator, der einfach diese Kraft ausstrahlt. Er wurde in Nitra 1957 geboren. Er studierte an der Universität der Bildenden Kunst in Bratislava und seit 1979 hat er in mehreren Ländern der Europäischen Union ausgestellt. Er ist selbstverständlich ein großer Globetrotter. Er hat viel gereist, nicht nur in diese Länder, die nicht so entfernt sind, sondern auch in Mexiko und Brasilien, Äthiopien, Korea und andere Länder, die sind sehr entfernt und ich glaube, dass Sie sehen, die Inspiration und Motivation und sein Antrieb, der hat aus diesen Ländern gebracht und das alles spiegelt sich in seinen wunderschönen farbigen Bildern. Ich möchte Daniel Bidelica kurz zu mir einladen. Ja by som veľmi rada pozvala Daniela na chvíľočku ku mne, aby sa vám trochu prihovoril a budeme si spoločne užívať túto energiu jeho obrazov. Und wir werden beide jetzt genießen Energie seiner Bilder. Ja vás všetkých zdravím po slovensky. Ja, ich möchte Sie alle auf Slowakisch begrüßen. A som rád, že je tu Slovensko vo väčšine momentálne. Ale to nevadí, lebo to nakoniec už hranice neriešia. A totiž to ani to moje umenie už nepozná hranice. Tak ako bolo povedané, inšpirácie sú z celého sveta, aj preto to má taký podtitul Orbis Pictus. A
preto aj tieto veci môžu byť vnímané či v Rakúsku, alebo možno, že aj v Brazílii. No, teraz ja und jetzt muss ich darauf denken, womit hast du angefangen? Ja, er hat von Anfang an so gesagt, dass seine Werke sind nicht nur in Slowakisch bekannt und er freut sich sehr, dass heute ist die Slowakei ein bisschen in Mehrheit hier. Also nicht in Minderheit wie immer, Mehrheit, viele Leute gekommen sind und es freut ihn sehr. Und jetzt ohne Grenzen oder es ist nicht die Realität, wie war es in Vergangenheit. Also wir sind alle zusammen und auch seine Werke sind bekannt in Ländern, die sind entfernt und ohne Grenzen. Seine Werke ohne Grenzen, einfach überall. Keby som sa mal vyjadriť nejako stručne k týmto dielam, ktoré tu predstavujem, tak by som povedal jednoducho, že mi ide o dosiahnutie nejakej harmonie. A tá harmonia, to je vlastne ten inšpiračný zdroj z celého sveta. Was ich aber bei meinen Werken reichen möchte, ist eine Harmonie. Ist etwas, was ist die Harmonie der ganzen Welt. Ale zase je to harmonia, ktorá je založená na princípe totálneho kontrastu. Ja, aber diese Harmonie ist gegründet auf dem Prinzip der Kontrast. Už nebudem veľa rozprávať, ale budem rád, keď aj v vašich srdciach a duši nastane po tejto výstave určitá harmonia. Ich möchte nicht mehr reden, aber ich werde mich sehr freuen, wenn bei dieser Ausstellung auch in Ihren Herzen wird eine schöne Harmonie sein. Vielen herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o usporiadanie tejto výstavy, konkrétne menovite pánovi riaditeľovi Igorovi Tuskočekovi. Ďalej sú to Alenka, ktorá sa pripravila ako dlhodobo už sleduje moju tvorbu ako kurátorka. A v neposlednom rade chcem poďakovať mojej manželke Marike, ktorá dokonca dneska má sviatok, má meniny a ktorá mi tiež pri tomto veľmi pomáhala. Takže nech sa páči, ešte si vypočujeme koncert Adrienky. Der Direktor des Slowakischen Instituts, Igor Skoček, der hat diese Ausstellung so schon organisiert. Meine Frau Marika, die hat heute auch Namenstag. Maria Bidjanicova ist auch eine anerkannte slowakische Künstlerin. Sie ist Restauratorin und hat ein wunderschönes Buch herausgegeben in der Restauration in der Slowakei. Und selbstverständlich Adrianka, die wir noch für uns alle singen. Takže už je to. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Ja. Und wir alle werden uns freuen auf einen kleinen Konzert von Adriana Bartoszowa. Sie ist nicht nur unsere sehr berühmte Sängerin, sondern auch gleichzeitig eine Pädagogin auf der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Bratislava. Also, bitte Adrianka. Tuto som zložila pred asi mesiacom a napísala si som zhudobnila básničku mojej priateľky, pravdepodobne to je Dagmar Hornáčková a som sama zvedavá, že to z toho vyplynie. Thank you.
všetkým vlastným významom a posolstvom. Synthese von besten Zutaten von Rock, Jazz, Pop, Folk, Funk, also noch einmal vielen, vielen Dank, Adrian. Und natürlich, Alenka, ich bin sehr froh, dass du sie kommst. Vielen, vielen Dank, dass ich bin, naja, also das ist wie der erste Tag, wenn ich bin gekommen, also du bist war für mich ein großes Vorbild und ich bin sehr dankbar, dass du sie hier also danke. Dankbar. Natürlich, großen Dank geht natürlich auch an Daniel Bidanica, aber den Blumenstag geben wir Marika Wickels heute. Gratulation. Danke für die Arbeit. Ich habe vergessen, in meiner Gedankenrede zwei meiner Mitarbeiterinnen, Euka und Ninka natürlich. Und danke auch Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihre Teilnahme. Genießen Sie noch diese positive Bilder und ich lade Sie zu ein Glas Wein ein. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke sehr.